Als allererstes hat diese Koalition in ihren Gesprächen die Klimaschutzziele abgeräumt. Dabei wäre für Deutschland, ein Modernisierungsprogramm für die Mobilität, ein Modernisierungsprogramm für die Industrie, ein Modernisierungsprogramm für den gesamten Bereich der Energiewirtschaft. Ein weiteres Beispiel, wie diese Koalition Stillstand mit Ideenarmut verbindet, ist der Verkehrsbereich. Die Städte werden alleingelassen, keine blaue Plakette, kein Versuch, die Fahrverbote abzumindern. Und ein weiteres unschönes Beispiel ist der Rüstungsbereich. Anstatt Rüstungsexporte in Richtung der kriegsführenden Parteien im Jemen-Konflikt zu verbieten, trauen sich die Koalitionsparteien nicht daran ran. Und deshalb das Fazit zu dieser sich bildenden großen Koalition: geräuschlos und ideenarm. Nochmal eingehend auf die Klimafrage, zeigt sich, wie krass es ist, wenn Grüne nicht mit an so einem Tisch sitzen. Klima spielte jetzt in den letzten Wochen überhaupt gar keine Rolle mehr. Dabei ist das die größte Herausforderung für unsere Gesellschaft. Der Kohleausstieg, der wurde nicht nur aufgeschoben, man redet jetzt überhaupt gar nicht mehr darüber. Das ist auch ein Desaster für den deutschen Energiemarkt, weil wir wissen alle, dass sowohl die Stadtwerke, die großen Energiekonzerne darauf drängen und sagen, die Politik muss jetzt endlich einen Ordnungsrahmen schaffen. Das gelingt nur, wenn wir den Kohleausstieg schrittweise und sozialverträglich jetzt in die Wege leiten. Wir werden da als Grüne deswegen jeden Tag den Finger in die Wunde legen, weil ansonsten kommen wir in diesem Bereich gar nicht voran. Das andere große Problem ist, dadurch, dass die ganze Frage Ökologie und Klimaschutz ausgeblendet wird, dass das auch zu Lasten der sozial Schwächsten in unserem Land geht. Ökologie und soziale Gerechtigkeit sind zwei Seiten derselben Medaille. Dadurch, dass die Große Koalition jetzt um die Ökofrage einen riesen Bogen macht, leiden die sozial Schwächsten am meisten. Das sehen wir daran, an den Straßen, wo die Luftverschmutzung am härtesten ist, leben nun mal die Menschen, die sich nur geringe Mieten überhaupt leisten können. Und deswegen ist auch der ganze Punkt Nachrüstung ein zentraler, wo wir als Grüne deutlich sagen werden, wir nehmen das so nicht hin. Heute sind die nächsten Durchsuchungen wieder gerade bekannt geworden im Betrugsskandal in der Automobilindustrie. Das ist ein Fass ohne Boden. Hier muss eine zukünftige Bundesregierung endlich den Mut haben, nicht die Interessen der Automobilindustrie hinterherzulaufen, sondern im Sinne der Gesamtgesellschaft endlich zu agieren. Ein anderer Bereich, den ich abschließend noch ansprechen möchte, ist der Punkt Kinderarmut. Das ist eine der größten Herausforderungen in unserem Land. Das ist eine Armut, die oftmals nicht sichtbar ist, weil diese Kinder nicht sichtbar sind, die am Kindergeburtstag nicht teilhaben können oder bei der Klassenfahrt fehlen. Dass hier die Große Koalition das, was wir als Grüne herausverhandelt haben, nämlich dass eine dramatische Auszahlung und Unterstützung gerade von Alleinerziehenden namentlich den Kinderzuschlag gibt, dass das jetzt fehlt, das ist richtig, richtig heftig. Und die Doppelschritten, was getan werden. Vielen Dank. Für Gelegenheit für Nachfragen, Kollege von Stuttgart. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Kurz und schmerzlos, ein bisschen schmerzhaft war das Bild hier und da, bitten wir zu entschuldigen, die Ton- und die Bildqualität. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Phoenix vor Ort. Wir haben etwas über eine Stunde richtig viel vor und vieles wird sich selbstverständlich um die Große Koalition drehen. Und die Frage, kommt es dazu und wann kommt es dazu? Eben begonnen, haben Sie gesehen, sind wir schnell rein, weil die Grünen etwas früher begonnen haben, war die Pressekonferenz von Bündnis 90 und die Grünen. Ich fasse das noch mal kurz zusammen. Geräuschlos und ideenarm, so sei sie, die Große Koalition, wenn das denn alles zustande kommt, was man bisher so gehört hat. Insofern geht es darum, wir müssen darüber sprechen mit Professor Tilman Meyer, Politikwissenschaftler der Universität Bonn. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Grüße Sie, Herr Bauer. Herr Professor Meyer, also da sind einige Themen angesprochen worden von den Grünen. Bevor wir gleich im Verlauf der Sendung natürlich noch intensiver auf die Große Koalition, wir werden natürlich auch nach Berlin schauen, sprechen mit unserem Korrespondenten. Aber gehen wir doch ruhig mal darauf ein, was die Grünen hier jetzt angesprochen haben. Es hieß, dass es zu einigen Themen einfach viel zu wenig Inhalt gäbe. Nämlich Fahrverbote habe man sich nicht weiter dem angenommen, habe das sozusagen den Gerichten überlassen. Der Krieg in Syrien sei überhaupt nicht beachtet worden und habe man überhaupt
überhaupt keine Strategie dazu. Der Mietmarkt sei deutlich zu wenig beachtet worden und auch das Thema Klima, ich zitiere, spiele überhaupt keine Rolle in dem, was die Große Koalition da vorhat. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, dass trotz der kurzen Pressekonferenz die Liste der fehlenden Punkte locker, flockig noch deutlich erweitert werden könnte. Ach ja. Das sind nur ein paar Punkte, die man natürlich vermissen kann. Man muss einfach grundsätzlich fragen, erstens braucht die Opposition natürlich immer eine Energie, um sozusagen die Regierung vor sich herzutreiben. Das ist ja ganz legitim und richtig. Insofern entdeckt man da immer was. Zum anderen ist es so, dass in so einem Koalitionspapier, das ja offensichtlich so um die 180 Seiten haben soll, natürlich immer etwas fehlt, schon viel drinsteht, aber immer noch natürlich ein Mehrbedarf und auch durchaus wesentliche Punkte vorgetragen werden können. Insofern ist es völlig legitim und auch sinnvoll und nachvollziehbar, was die Grünen da sagen. Aber sie hätten auch ihre Chance gehabt mit Jamaika und jetzt eben nicht. Insofern ist es ein Geben und Nehmen. Na gut, jetzt sagen Beobachter, die Grünen haben ja schon in großen Teilen viel geben wollen. Man hatte das Gefühl, richtig, so sagen zumindest Beobachter, als wenn die Grünen die Partei waren, die am ehesten regieren wollte. Am Ende ist es wahrscheinlich doch an eher anderen gescheitert. Teilen Sie den Eindruck? Ja, den teile ich schon, aber es kommen immer, sind drei Figuren dabei gewesen, die eben zum Scheitern dann letztlich geführt haben. Natürlich ist einer vom Tisch gegangen, das ist schon klar. Mit der FDP meinen Sie? Mit der FDP, ja genau. Aber trotzdem, diese enge Beziehung Schwarz-Grün war ja für die FDP gerade das Provokative. Insofern hätte man sich besser arrangieren müssen. Aber es ist eine Angelegenheit von gestern und jetzt diese Pressekonferenz. Die Themen, die Sie ansprechen, sind natürlich aktuell, aber sie zeigen auch mit dem Verbot, dass hier die Grünen in ein Fahrwasser kommen, das sie gerne bedienen, Verbote aufzustellen. Insofern ist es ja durchaus nicht unbedingt jetzt so unwahrscheinlich attraktiv, was Sie dabei vorschlagen. Sie meinen Verbote insgesamt? Sie meinen Fahrverbote oder meinen Sie generell, dass die Grünen eher als Staat mehr eingreifen wollen aus Ihrer Sicht? Sie wollen mehr eingreifen, sie wollen auch mehr dirigieren, auch was die Ernährung angeht womöglich, oder haben das in der Vergangenheit so getan. Verbraucherschutz. Ja, und insofern ist diese Seite der Grünen hier zu dirigistisch intervenierend einzugreifen in sich problematisch und diskutabel, aber trotzdem sind die Punkte hier natürlich nennenswert, das ist ja ganz klar. Bevor wir auf das große Ganze im Verlauf der Sendung kommen, aber doch als Abschluss vielleicht dieses Blocks nach dieser Pressekonferenz der Grünen, welcher der Punkte, die die Grünen angesprochen haben, sagen Sie, ist der Punkt, wo Sie als externe Experte und Beobachter sagen, das fehlt mir definitiv auch bei dem, was die Große Koalition da wahrscheinlich, was man hört, verabschieden möchte. Ich kenne ja noch nicht den Koalitionsvertrag. Insofern hoffe ich, dass natürlich zum Beispiel zu Syrien etwas drinsteht und verschiedene Punkte sich so in gewisser Weise erledigen würden. Das wäre dann natürlich optimal, dass ausgerechnet die Klimapolitik vorgeworfen werden kann, einer Kanzlerin, die ja in diesem Bereich auch zugange war. Die ja selbst Umweltministerin war. Insofern also wäre das natürlich schon ein Vorwurf, der, glaube ich, auch hält, weil man ja gehört hat, dass die Klimaziele verschoben werden sollen auf der Zeitschiene. Darin liegt natürlich sicherlich ein Problem und Futter für die Grünen. Wir hatten ja Annalena Baerbock, die Co-Vorsitzende der Grünen, die neue, gestern hier bei uns bei Phoenix im Tagesgespräch. Da hat sie die Große Koalition und das, was dabei rauskommen soll, als Desaster bezeichnet. Sie hat eben noch mal klar gesagt, dass alles auf dem Gebiet Klima, um das aufzugreifen, was Sie gerade ansprechen, tatsächlich viel zu wenig weitgehend wäre. Also die Koalition hat sich offenbar geeinigt darauf, dass die Klimaziele 2030 gesetzlich festgeschrieben werden sollen für einzelne Sektoren offenbar. Da sagt Annalena Baerbock, das sei ja das, was es sowieso schon durch internationale Verträge seit langem gäbe. Warum, wenn Sie dem denn zustimmen, warum ist die Große Koalition da so zurückhaltend auf dem Gebiet Klima, das uns ja alle betrifft? Oder ist das eine sogar, würden Sie sagen, eine Unternehmenshörigkeit? Bloß keine Arbeitsplätze gefährden. Ja, also das war ja auch ein Streitpunkt bei Jamaika-Verhandlungen, dass zum Beispiel NRW und dort der Ministerpräsident natürlich diese Frage der Arbeitsplätzesicherung, Armin Laschet, Kohlestandorte zu garantieren und noch zu prolongieren, entsprechend die Laufzeit,
Das war ein Thema, das ist natürlich jetzt schwarz-grün, da ist man industriepolitisch stärker zusammen und akzentuiert auch diese Arbeitsplatzperspektive stärker als eine puristisch grüne ökologische Perspektive das für richtig findet. Also da gibt es Spannungsmomente und Schwarz-Rot hat das jetzt anders entschieden höchstwahrscheinlich. Insofern glaube ich, ist das nicht überraschend. Da frage ich noch mal ganz konkret, wäre es aus Ihrer Sicht absolut sinnvoll gewesen, eben auch auf der Pressekonferenz angesprochen, dass man mit dieser großen Koalition den Kohleausstieg festgeschrieben hätte? Ich glaube, das wäre eine Überforderung dieser Koalition gewesen, wenn man wieso das? Ja, eben gerade unter dem Aspekt der Entwicklung der Arbeitskräfte und der Energiesicherung. Das war ein Paket, was ja, wie gesagt, in den Jamaika-Verhandlungen doch sehr auf Kante genäht war, dass man die Energieversorgung so garantiert. Und das ist jetzt vielleicht eben stärker karbonisch sozusagen gewählt worden. Aber man hätte ja auch sagen können, naja gut, also jetzt hat man in Nordrhein-Westfalen, und da muss man sich ja nichts vormachen, die politische Macht Nordrhein-Westfalens, wenn es um den Kohleausstieg geht, ist dann doch wahrscheinlich immanent. Da hätte man doch jetzt sagen können, gut, wir als SPD, wir haben eine große Klientel, gerade unter wahrscheinlich Kohlekumpels. Ihr, die CDU, seid nun in der Führung in Nordrhein-Westfalen mit Armin Laschet als Ministerpräsident. Wäre das nicht die optimale Möglichkeit gewesen, um das nochmal aufzugreifen, was die Grünen eben vorgeworfen haben, um zu sagen, kommt, wir gemeinsam entscheiden das jetzt, das kommt sozusagen, es fällt nicht auf uns, es fällt nicht auf euch zurück, wenn, fällt es auf uns beide zurück. Jetzt ist die Chance zu sagen, Kohle ist klimaunfreundlich auf lange Sicht, müssen wir raus, lasst es uns jetzt festlegen. Also es wäre zumindest eine schicke Lösung gewesen, um die Grünen zu deklassieren. Es geht ja nicht um die Grünen wahrscheinlich. Nein, aber immerhin, man hätte das Feld abgeräumt, aber dem entgegen steht eben die Politik, dass man sehr stark die Arbeitsplätze, die jetzt bestehen, sichern möchte. Insofern ist hier ein schwarz-grüner Deal eigentlich naheliegend und der scheint sich hier auch abzuzeichnen. Okay, Professor Tillmann-Meyer, vielen Dank schon mal so weit. Wir sprechen, meine Damen und Herren, im Laufe der Sendung selbstverständlich noch weiter. Und die Große Koalition bleibt unser Thema.